Meine Damen und Herren, liebe Freunde, einige Zeitungen haben in den vergangenen Tagen einen sehr interessanten Sachverhalt thematisiert. Unter anderem veröffentlichte die Bild-Zeitung, dass es während der Corona-Krise tatsächlich 30% weniger Corona-Patienten in deutschen Krankenhäusern gab, als offiziell angegeben wurde. Wie kann das sein, fragen Sie sich. Nun, es ist so, dass jeder Patient, gleich welches Leiden er behandeln lässt, vor dem Zutritt zum Krankenhaus einen Corona-Test machen muss. Fällt dieser Test positiv aus, wird aus einer gesunden, schwangeren Frau etwa oder einem Kind mit gebrochenem Zeh ein Corona-Patient. Tja, da kann man sich schon ein wenig verschaukelt fühlen, wenn man solche Dinge erfährt. Oder weniger zurückhaltend formuliert, es ist ein Skandal. Uns wurde von Beginn an vorgehalten, dass unser Gesundheitssystem überlastet würde und es keine Intensivbetten mehr gäbe und Krankenhäuser aus allen Nähten platzen würden. Alles war nur hohles Gerede. Hier werden gesunde Menschen als Kranke verkauft. Und wussten Sie, dass im letzten Jahr deutschlandweit 20 Krankenhäuser geschlossen wurden? Dieses Jahr könnten es noch mehr sein. Der Grund? Es handelt sich zumeist um kleinere Krankenhäuser, die nicht gewinnbringend genug wirtschaften. Söders Bilanz in Bayern reiht sich da ein. Unter Söder wurden zahlreiche Krankenhäuser in Bayern geschlossen. Wir haben also im letzten Jahr die größten Schulden aller Zeiten gemacht. Für alles und jeden schmeißt man nur so mit Geld um sich. Aber wenn man das Geld nicht nutzt, um Krankenhäuser in Zeiten einer Pandemie zu unterstützen, wofür bitte dann? Es wird höchste Zeit, dass wir endlich die ganze Wahrheit erfahren und diese Hinterzimmerabmachungen ein Ende finden. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.